Herzlich willkommen bei sandwichmaker-test.de. Heute testen wir für euch den Tefal Snack Collection. Das mit Abstand das teuerste Gerät im Test. Es liegt aber daran, dass das Gerät auch ein bisschen anders ist als die anderen Sandwichmaker. Und zwar kann man hier verschiedene Einsätze dazu kaufen, mit denen man dann nicht nur Sandwiches, sondern auch verschiedene Waffeln, Donuts, Muffins und so weiter machen kann. Im Lieferumfang dabei sind zwei Platten, einmal für die Sandwiches und einmal für die großen belgischen Waffeln. Wie gesagt, es gibt 12 insgesamt verschiedene Einsätze zur Auswahl, die man dann auch einzeln kaufen kann. Packen wir das Gerät mal aus. Da haben wir also hier die Einsätze, die sind jeweils einzeln verpackt in so einer Kassette. Da ist dann neben dem Einsatz, nehmen wir an, der von den Toasts, genau, der ist jetzt schon verbaut. Aber neben dem Einsatz ist dann jeweils noch ein kleines Büchlein dabei mit ein paar Rezepten drin. Dann gibt es hier das Gerät selbst. Das ist sehr viel größer als die anderen Geräte im Test und auch sehr viel schwerer. Auf der anderen Seite hat es eben den Vorteil, wenn man noch kein Waffeleisen oder ähnliches hat und das noch braucht, kann man mit diesem einen Gerät, also mehrere Geräte gleichzeitig ersetzen. Und dann haben wir hier noch den Einsatz für die Waffeln. Auch hier wieder dann einmal die Einsätze und dann auch hier wieder eine kleine Anleitung mit ein paar Rezepten. Was befindet sich sonst noch in dem Karton? Die Garantiekarte und dann die Gebrauchsanweisung. Dann schließen wir das Gerät mal an und melden uns gleich wieder. So, jetzt haben wir das Gerät ausgepackt, was mir hier schon mal sehr gut gefällt. Es ist wirklich von oben her sehr robust, hat hier einen richtigen kleinen Schalter, um das aufzumachen, den Druckkopf. Der scheint auch sehr viel stabiler zu sein, als das bei den günstigen Geräten, die vorne meistens so eine Lasche haben, der Fall ist. Zwischen den Scheiben befindet sich hier noch so eine Einlage. Und dann, wie gesagt, kann man hier die Platten austauschen und verschiedene Sachen damit machen. Darunter befindet sich dann die Heizspirale. Setzen wir das mal wieder ein. Leider gibt es jetzt hier dann natürlich durch die Bauart einen Spalt, wo sich der Dreck sammeln kann. Da muss man mal gucken. Das Gute ist, man kann die Einsätze rausnehmen und gegebenenfalls auch mal in den Geschirrspüler packen. Aber wir müssen mal schauen, wie das dann mit dem Dreck im Gerät aussieht. Was mir noch sehr gut gefällt, im Gegensatz zu einigen anderen Modellen, gibt es hier einen richtigen An-Ausschalter. Und das Kabel kann man in der Mitte rumwickeln. Der Deckel hingegen ist sehr, ja, der wackelt sehr hin und her, wobei das, glaube ich, Absicht ist. So hat er nämlich nach oben noch ein bisschen Spiel und wenn dann doch mal ein großes Sandwich oder eine große Waffel drin ist, gibt das Ganze noch nach und man kann das nachträglich noch ein bisschen runterdrücken. Wirkt auf den ersten Blick erstmal etwas unsympathisch, aber es scheint doch insgesamt robust in dieser Schiene hin und her zu laufen. So, ich wische das Gerät dann mal ab und mache es an und dann melden wir uns wieder. So, das Gerät ist jetzt abgeputzt und angestöpselt. Man sieht hier leider schon oben erste Fettfinger von mir. Also diese Edelstahloptik, die ist leider relativ dreckanfällig. Ansonsten wieder zwei LEDs. Anders als bei vielen anderen Modellen ist es bei Tefal so, die grüne Lampe geht an, sobald das Gerät heiß genug ist und nicht aus. Das ist bei anderen Geräten etwas anders gelöst. Da geht die LED nämlich aus und dann die rote Status-LED, dass das Gerät jetzt betriebsbereit ist. Dann schauen wir mal, wie lange es braucht, bis das Gerät heiß ist. Bei dem kleinen Bruder hat es ungefähr eine Minute gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ähnlich ist. So, das Gerät ist heiß, die Sandwiches sind belegt, aber er riecht so unglaublich unangenehm nach Kunststoff, dass wir das Gerät jetzt noch mal ein bisschen länger auslüften lassen. Das hätten wir bei so einem Markengerät wie Tefal jetzt nicht erwartet. Ich lüfte den mal kurz hoch. Da dampft jetzt nichts, aber es stinkt wirklich
sehr, sehr doll nach Kunststoff. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass sich dieser Geruch mit der Zeit verflüchtigt, aber es ist natürlich für diesen ersten Eindruck definitiv alles andere als schön. So, das Gerät riecht, wie gesagt, immer noch sehr stark. So richtig Lust bekommt man da nicht auf die ersten Temperatures, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal und legen die Sandwiches auf das Gerät. Wie immer testen wir mit den großen amerikanischen Sandwiches. Mal schauen, wie gut das hier passt. Scheint zumindest besser zu sein als bei dem kleinen Gerät. Gemessen an der Größe hätten wir allerdings doch ein bisschen mehr Platz erwartet. Also ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier an der Seite quillen die Sandwichscheiben raus. Also auch der Toaster ist eher für die kleinen Toasts geeignet, nicht für die amerikanischen, was sehr schade ist, weil gerade die amerikanischen Sandwichscheiben sind eigentlich dafür ja wie gemacht. Okay, das Ganze liegt jetzt drauf. Die grüne Lampe ist wieder aus. Dann warten wir mal, bis sie wieder an ist. Dann sollten die Toasts fertig sein und dann wird verkostet. So, inzwischen dampft es ordentlich aus dem Gerät. Die grüne Lampe ist allerdings noch nicht wieder angegangen. Ich habe auch mal das berührt. Das ist sehr heiß. Auch das kennen wir eigentlich so nicht. Da sind selbst die billigen Geräte eigentlich sehr viel kühler. Jetzt schauen wir mal nach, wie das Ganze aussieht. Ja, also ich denke, das Sandwich kann langsam raus. Insgesamt bildet sich wahnsinnig viel Schwitzwasser. Und das Gerät braucht auf jeden Fall länger, um heiß zu werden, als die reinen Sandwichmaker. Und auch wenn wir die Idee doch sehr nett finden, das alles in einem Gerät zu haben, mit verschiedenen Einsätzen, so kann uns die Erfahrung hier im direkten Vergleich mit anderen Sandwichmakern überhaupt nicht überzeugen. Also, wie gesagt, die Zeit, die es braucht, um warm zu werden, die Tatsache, dass die Oberfläche sehr heiß wird und ja, auch die Dauer, die es hat, bis so ein Sandwich fertig ist, sind doch eher enttäuschend. Was uns, wie gesagt, gefällt, ist der Schalter am Rand. Ich werde jetzt mal so ein Sandwich runterholen und mal gucken, wie sie aussehen. Hier. Vorsichtig, also vom Rand sind sie ganz gut verschlossen. Also es geht halbwegs mit den großen Sandwichscheiben, wobei, wie gesagt, das Gerät taugt eher für die kleinen. Für die großen würden wir es jetzt nicht empfehlen. So, jetzt habe ich es mal aufgeschnitten. Also, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Käse ist ganz gut verlaufen. Ansonsten scheint sich das Gerät ähnlich zu verhalten wie auch die anderen reinen Sandwichmaker. Käse verläuft gut, außen ist es schön knusprig. Dann werden wir jetzt mal probieren und danach geht es zum Reinigen. Man sieht hier wieder, ganz schön ist das Käse rausgekommen. Die dunklen Stellen, da gucken wir mal, wie gut das abgeht. Ja, das mit dem Schwitzwasser ist auf jeden Fall sehr viel mehr als bei den anderen Geräten und gefällt uns jetzt nicht so gut. So, inzwischen ist der Tefal abgekühlt. Wie immer habe ich hier ein Tüchlein mit ein bisschen Wasser drauf und dann schauen wir mal, wie gut der Schmutz abgeht. Das geht gut ab, die Beschichtung ist ordentlich. Wie gesagt, beim Tefal ist es so, man kann die Platten auch rausnehmen und dann auch in den Geschirrspüler packen, was natürlich sehr praktisch ist. Ansonsten bei den Ritzen hat sich jetzt nichts gesammelt, aber selbst wenn, wie gesagt, man kann die Platten rausnehmen. Das ist schon ein großer Vorteil.